3, 2, 1 und bitte. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen, der Tag aus, Tag ein mit Hunden zu tun hat, einen echten Hundefänger. Schönen guten Abend, Peter Klinke. Ja, schönen guten Abend. Was bringt denn die neue Hundeverordnung, die in Berlin morgen erlassen werden soll? Diese Verordnung wird zur Folge haben, dass wir von der Sammelstelle praktisch die Tiere einfangen. Dann werden sie von unserer Seite aus verbracht zu der Sammelstelle, wo wir die Tiere maximal, eine Woche haben. Jetzt, Entschuldigung, das müssen wir nochmal abbrechen, das haben wir Filmriss. Jetzt fangen wir einfach nochmal an. So, dann Achtung, die Matzen auch wieder. 3, 2, 1 und bitte. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen, der Tag aus, Tag ein mit Hunden zu tun hat, einen echten Hundefänger. Schönen guten Abend, Peter Klinke. Ja, guten Abend. Was macht man denn nun eigentlich, wenn einem plötzlich so ein wild gewordener Pitbull gegenübersteht? Wir bringen die Tiere. Unsere Aufgabe besteht alleine darin, die Tiere zu der Sammelstelle zu verbringen. Dort werden sie in ein städtisches Gewahrsam bis zu einer Woche gehalten an der Sammelstelle. Das ist unsere Aufgabe. Gut, und was machen denn die Berliner, die jetzt plötzlich so einem Tier gegenüberstehen? Es sollen ja immer mehr freilaufende Hunde hier rumlaufen. Ah, Entschuldigung, habe ich nicht verstanden, die Frage. Gut, dann müssen wir es nochmal an. Macht nichts. So, wir starten wieder und bitte. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen, der Tag aus, Tag ein mit Hunden zu tun hat, einen echten Hundefänger. Guten Abend, Peter Klinke. Ja, guten Abend. Herr Klinke, wenn ein Berliner plötzlich so einem wild gewordenen Pitbull gegenübersteht, was kann er denn dann tun? Wenn die Leute, Entschuldigung, bitte. Kann ich irgendwas zu dringend bekommen? Ja, sicher doch. Soll ich das überhaupt sagen mit der Sammelstelle oder soll ich es gar nicht erwähnen? Gar nicht. Am besten erwähnen Sie eigentlich, was macht man denn nun eigentlich? Also ich meine, das ist eine ganz normale Frage. Was mache ich denn als Berliner, wenn plötzlich so ein Viech vor mir steht? Ja, aber wir sind im Moment auch dermaßen da eingespannt in dieser Hinsicht. Ja. Na. Wir starten hier auf 10, oder? 3, 2, 1 und bitte. Entschuldigung. Jetzt müssen Sie es aber auch dann einmal machen. Jetzt bin ich gerade konzentriert. Ja, okay. Das macht es mir nicht unbedingt leichter, Ihre Reaktion. Das tut mir leid, aber es muss einfach... Nein, es ist auch derart, es ist so kompliziert. Wenn Sie nur eine Frage stellen, fällt es mir auch leichter. Gut. Dann stellen wir jetzt nur eine Frage. Achtung, die Aufzeichnung läuft wieder und bitte. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen, der Tag aus, Tag ein mit Hunden zu tun hat, einen echten Hundefänger. Schönen guten Abend, Peter Klinke. Guten Abend. Herr Klinke, vielleicht eine Frage, die den Berlinern am meisten auf den Nägeln brennt. Was machen Sie denn eigentlich? Tut mir leid. Jetzt spuckt er mir auch noch ins Studio. Dieses Gebiss, diese Brille, das ist doch kein Hundefänger.